Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Knights 2. Das letzte Mal haben wir die imperiale Forschungseinrichtung hinter uns gelassen. Vielleicht sollte ich versuchen, nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Und in der versucht wurde, von den Hinterbliebenen, habe ich gerade Schaden gekriegt? Ich weiß es nicht. Die Macht anscheinend in Menschen zu übertragen. Und wie Kyle schon sagt, wir wollen hier keine Aufmerksamkeit erregen. Und ich glaube, das sind diese Suchscheinwerfer, bei denen Kameras mit dabei sind, nicht wirklich sehr förderlich. Deswegen gehen wir einfach mal hier rein und schalten sie aus. Denn was nicht an ist, kann uns auch nicht sehen. So einfach kann das sein. So, ich glaube, ich bin hier nämlich mit voller Lebensenergie rein. Deswegen schnappe ich mir einfach mal hier diesen Bacta-Kanister. Und dazu auch nochmal hier eine mehr oder weniger gut versteckte Waffe. Und zwar den Wookiee-Bogenspanner. Ist an sich keine schlechte Waffe. Ich nutze ihn aber eigentlich an sich nur relativ ungern. Denn er hat einen relativ präzisen Schuss, den man aufladen kann. Anders als bei der Pistole. Ja, hier fällt das Ganze auch auseinander. Anders als bei der Pistole lädt er nicht die Stärke vom Schuss auf, sondern generiert extra Schüsse, die dann gefächert sich aufteilen. Ich kann das ja unter Umständen hier gleich mal zeigen. Ich lade einfach mal auf. Ist da jemand? Er muss umziehen. Und als Sekundärfeuermodus einen sehr starken, präzisen Schuss, der allerdings überall abprallt. Kann Vor- und Nachteil sein. Ich weiß nicht, ob man sich dadurch selber verwunden kann. Kann ich mir aber durchaus vorstellen. Ja, ist an sich keine schlechte Waffe, aber ganz ehrlich, mir ist das E11 Blastergewehr trotzdem irgendwie eine Spur lieber. Weil ich davon einen mehr oder weniger präzisen Einzelschuss, der nicht ganz so stark ist, einfach auch mal auf den Burstfire-Modus wechseln kann. Der in manchen Situationen, wenn man halt mal ehrlich ist, einfach praktischer ist, ne? In solchen Situationen zum Beispiel. Halbwegs. Zugangskarte. Versorgungskarte. Und Munition. So, dann würde ich sagen, dass wir einfach mal die Schildenergie hier wieder ein bisschen aufladen. Die ich gerade mal einfach habe liegen lassen. Links liegen lassen. So rum. Und nachdem die Tür hier schon offen ist, können wir hier einfach durch und mit dem Aufzug nach unten fahren. Und auf halber Höhe gibt es eine sehr kleindimensionierte Tür. Welche Ebenen sind infiltriert? Ich weiß nicht genau, aber unsere könnte die nächste sein. Sind es die Rebellen? Wahrscheinlich. Wir sollten also die Waffen bereithalten. Wäre ratsam. Aber ich habe gehört, ihr mögt Thermaldetonatoren. Deswegen wollte ich euch da auch gleich welche zukommen lassen. So, jetzt geht's hier nach unten. Mach's
paar Gegner. Und das gar nicht mal so wenige. Aber alles gar kein Problem. Alles überhaupt kein Problem. Aber da scheinen... Ach, da oben ist noch einer. Und er wirft mir gleich seine Waffe entgegen. Danke, lieber Sturmtruppler. So. Ah, und hier scheint in den Kisten... scheinen diese Energiekristalle zu sein. Interessant. Sehr interessant. So, hier ist mal ein kleiner Trick. Keine Bewegung. Was geht hier? Hat nicht ganz so toll funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ist ja auch egal. So. Wir wurden anscheinend entdeckt. Bereiten wir uns mal auf ein Feuergefecht vor und siehe da, niemand da. Dann möchte ich jetzt einfach mal was ausprobieren. Bam, bam, bam. Oh, wir haben hier überhaupt keine Minen. Schade. Dann dürfte es das auch tun. Munition verbraucht. Hehe. Wenn man weiß, was einen erwartet. Ich wusste, dass die hier rauskommen werden, aber ich habe nicht gedacht, dass das so effektiv ist. Gut, die stürmen raus und man zündet zwei Sprengladungen, macht man aber halt im Normalfall echt nicht. Weil eigentlich würde man zum Beispiel hier hingehen und hier auf den Knopf drücken und denken, ah, da sind wir reingekommen, da waren wir auch schon, das schaut interessant aus und da stehen plötzlich so viele Sturmtruppen, die Tür geht auf und man wird von links und rechts komplett beballert. Das ist nicht so schön. Aber nachdem mir das bekannt war, habe ich mir gedacht, probier mal einfach mal ein bisschen aus. Und wie sich's für eine anständige imperiale Basis gehört, dürfen die Selbstschussanlagen natürlich auch nicht fehlen. Die ich jetzt einfach erstmal ausschalten werde. Sieht aus wie eine Verladestation, nur ohne Verladung. Und dann sind wir auch schon am... sind wir am Levelende. Allerdings bringt uns das momentan noch überhaupt nichts. Deswegen müssen wir jetzt einfach nochmal zurück. Können noch mal ein bisschen Munition mitnehmen. Und was so richtig schön an dem Level ist, dass immer und immer wieder neue Gegner kommen. Ich hatte ja noch nicht mal die Möglichkeit, mich auszuweisen. Was war denn das? Ich möchte die Aufmerksamkeit von dir da oben jetzt erstmal nicht erregen. So. Hier haben wir einen felsigen Durchgang, in dem diese komischen Kisten da durch die Gegend fahren. Und hier sind wir auch wieder an diesem mehr oder weniger zentralen Punkt. Bringt uns momentan aber ungefähr gar nichts. Deswegen schauen wir nochmal in die andere Richtung. Wo hast du uns entdeckt? Gegner, die auf dem Hintergrund auch nur sehr mäßig zu erkennen sind. Und mehr Abgründe mit lecker grünem Wasser, das bestimmt nicht giftig, schädlich oder irgendwas anderes ist. Habt ihr gleich alle drei gleichzeitig das Gleiche gesagt? Auch nicht schlecht. Okay.
Ah, da wären Kontaktminen. Naja, aber hat ja auch mit den Sprengladungen ganz gut funktioniert. Ach komm, ich schaue einfach mal, was in der Versorgungskiste drin ist. Ein Bacta-Kanister. Da freue ich mich aber. Naja, wenigstens haben wir jetzt wieder Leben voll. Was war denn das? Dein Untergang? Vielleicht, bin ich mir nicht sicher. Aua, das war... Habe ich mich ja richtig gut angestellt. So, jetzt möchte ich aber das ganze Spiel mit Kontaktminen auch nochmal ausprobieren. Ah, ein Kontrollpunkt. Weißt du schon, wo du als nächstes hinkommst? Ja, ich werde zur Kernanlage verlegt. Hey, nicht schlecht. Da sehe ich direkt eine Beförderung am Horizont. Das hoffe ich auf jeden Fall. Was war das? Ja, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Er muss umzingelt werden. Doch, mit den Sprengladungen kann man doch durchaus was anfangen. Und da oben gibt es mehr Bacta-Kanister. Ja komm, für ein Lebensenergie verschwende ich jetzt gerade kein Bacta-Kanister mehr. So. Ja, hier haben wir einen Raum, den wir uns auch über Kamera angucken können. Hier fährt nämlich so eine fliegende Kiste rein. Dann geht die Tür dahinter zu. Die Haupttür geht auch zu, durch die wir rein könnten. Dann fährt so ein Gerät hoch. Es blitzelt irgendwas rot und dann fährt die Kiste raus. Wenn man sich währenddessen in diesem Raum aufhält, dann geht man drauf. Also da kommt man nicht lebend raus. Hier sieht man auch schön, wie die hier von außen reinfliegen. Kommen von irgendwo da hinten. Was haben wir hier noch? Weg nach unten. Da oben, das schaut doch ziemlich aus wie, ja, eine Selbstschussanlage. Vorhin schon da. Und da sieht man wieder, ich mag dieses Level-Design, dass man halt immer wieder an Stellen vorbeikommt, bei denen man schon mal war. Hier, das, wie wir über die Röhren rein sind, finde ich echt schön gemacht. Und was ein bisschen tricky ist, was man auch erstmal finden muss, ist, dass wenn hier diese Kisten reinfahren, dann fährt hier unten so ein Rüssel raus. Und da kann man dann drauf springen. Und wenn er wieder einfährt, können wir durch diese Röhre einfach weiter nach innen. Und hier drinnen ist dann. Sind wir dann im Bereich unter dieser Britzelkammer. Und da kann man erst hier diese Energieleitungen kaputt machen, die das Schild von dem mittleren Teil hier kaputt machen. Und danach kann man das kaputt schießen und jetzt kann man sich ohne Probleme hier drin aufhalten. Denn es passiert nichts. Und zum Dank, dass wir es kaputt gemacht haben, fährt es auch nochmal komplett nach unten und wir können es beim nächsten Mal einfach als Aufzug verwenden. Und warum machen wir das? Weil in dem Raum gibt es ehrlich gesagt eigentlich auch nichts Spannendes. Da kommt es dann ein bisschen auf die Architektur von dem Raum an. Denn in dieser Versorgungs... also in diesem... Ding hier... gibt es so diese lustigen Rampen. Und über die Rampen können wir hier nach oben und... auf die Kiste springen und mit der Kiste einfach weiterfahren. So, E11 gleich mal ausgerüstet. Oder... Nee, ich glaube, ich bleibe sogar bei der Pistole. Und da reingesprungen. So. Hier unten waren wir auch schon. Da waren dieser Sprechchor.
Und jetzt geht's in einen dunklen Bereich. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Den uns irgendwelche kleinen Krabbelfiechern mit riesen Mäulern angreifen werden. Ich versuche hier auch so schnell wie möglich durchzukommen, weil ich nicht weiß, wie viel man in der Aufnahme am Ende tatsächlich sehen wird. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht allzu viel ist, was... was die hier an die Wand gemalten Energiekristalle, weil die sind halt echt einfach nur mal gemalt. Von vorne schauen sie ganz gut aus. Von der Seite sieht man, dass sie halt echt einfach nur aufgemalt sind. Ich weiß nicht, wie viel Licht die erzeugen, um wirklich in der Aufnahme was zu erkennen. Aber es schaut hier ein bisschen verwirrender aus, als es tatsächlich ist. Also man kommt gut durch, ist kein wirkliches Labyrinth. Man muss eigentlich immer nur schauen, dass man nach oben geht, und es waren schon länger keine Gegner mehr da. Deswegen... einfach mal kaputt machen. Willst du wohl sterben? Dankeschön. Hier ist es. Okay. Leiche. Aber das scheint auch so ein Imperialer zu sein, wie wir ihn vorhin schon gesehen haben. Was ist denn das? Sieht aus, als würden die Hinterbliebenen Sklavenarbeit einsetzen. Und das sind die. Die kennen wir doch schon aus der Forschungseinrichtung, in der wir waren. Na gut, aber wir haben hier so ein lustiges Gerät. Einfach mal Knopf drücken und dann boxt sich das hier so ein bisschen durch das Erdreich. Und weil das so gut positioniert ist, fährt es direkt in ein Komplex von dieser Raffinerieindustrie, was weiß ich nicht. Und das scheint die hier Anwesenden überhaupt nicht zu stören, dass hier plötzlich so ein Ding von der Decke fällt. Scheint anscheinend auch das Normalste auf der Welt zu sein. Tod durch Fußschuss. Oder durch Schuss in die Eier geht natürlich auch. Ich glaube, das war's an Gegnern. Und hier sind unsere Freunde, diese Transportkisten wieder. Und die kommen hier vorbei. Bleiben kurz stehen, machen irgendwas und fahren dann weiter. Und das können wir natürlich auch mal wieder grandios ausnutzen, indem wir, wenn denn tatsächlich mal wieder einkommen würde, Dankeschön, einfach wieder drauf springen. Und bevor du hier durchfährst, durch dieses Energiefeld einfach wieder hier rauf. Mal gleich mal wieder ein bisschen Munition mitnehmen, denn die ist dann doch schon fast wieder ein bisschen knapp geworden. Hier auch einfach mal das komplette Regal ausräumen. Und mit dem Aufzug nach unten. Und da sieht man auch genau, was die jetzt halt machen. Die schmeißen dieses Kristallerz hier, in diese Grube aus flüssigem irgendwas und scheinen das damit irgendwie einzuschmelzen. Aber ich sehe schon wieder, wir sind am Folgenende.
Und ich werde die Aufnahme hier gleich auch beenden, weil ich das Video hier auch gleich noch nach oben laden muss, weil das heute direkt rauskommen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.